So kurzes Kleid getragen, ohne vorher deine Nachbarn um Erlaubnis zu fragen. Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft, ist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Hey, du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich und ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden, hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben gar nichts Böses im Sinn. Lass die Leute reden, mein Tag. Immer schon gemacht. Viva Luba Bia. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten. Und du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Dran siehst du täglich deinen Damenbart. Oder hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Die Nachbarn haben da sowas angedeutet. Also wunder dich nicht, wenn bald die Kripo bei den Leuten. Lass die Leute reden, hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben gar nichts Böses im Sinn. Lass die Leute reden, mein Tag. Die meisten Leute haben gar nichts Böses im Sinn. Lass die Leute reden, bei Tag und auf bei Nacht. Lass die Leute reden. Wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt es, sie sind kleinlich und vermeintlich fremdenfeindlich. Lass die Leute reden, hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben gar nichts Böses im Sinn. Lass die Leute reden, bei Tag und sie nichts Schlimmeres. Unter wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten. Bleib höflich und sag nichts. Das ärgert sie am meisten. Vielen Dank. Wow, Dankeschön.